Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bei nicht so schönem Wetter wieder. Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute jogge ich. Ist ein bisschen kühler, deswegen habe ich Handschuhe an. Und ich habe vor, so circa eine Dreiviertelstunde, vielleicht Stunde zu laufen. Und dann sehen wir mal, wie weit ich gekommen bin. Nach dem Intro seht ihr mehr davon. Ich bin jetzt gut 20 Minuten schon unterwegs. Läuft ganz okay. Knie hält. Beine sind nicht müde. Sind ja schon ein bisschen trainiert. Und läuft super bis jetzt. Ich laufe hier schön in Nierenhausen durch die Gegend. Taunus. Und hoffe, dass ich heute weiterkomme, als die letzten Male gemacht habe, weil ich ja läuferig nicht die Hochleistung gebracht habe. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass ich immer wieder in meinen Trainingskeller gehe und dort eigentlich die großen Übungen mache. Momentan. Bei läuferig muss ich nicht unbedingt. Einfach nur fit halten. Ja, erzähle ich euch gleich mehr davon. Ich hatte ja erwähnt, dass ich eigentlich läuferig gerade nicht unbedingt muss. Trotzdem heute ein bisschen mehr machen will als sonst. Dass ich nicht muss, hängt einfach damit zusammen, dass die Läufe, an denen ich letztes Jahr noch teilgenommen habe, eigentlich mehr zum Sommer hin sind. Letztes Jahr habe ich teilgenommen an Itzehoer Stadtlauf, TAF Mudder natürlich und Strong Viking. Und die Läufe waren halt schon einige Kilometer. Und da musste man kurz vorher halt fit sein dafür. Strong Viking ging 19 Kilometer. Ja. Und da war man natürlich läuferig mehr fokussiert. Das bin ich derzeit nicht, weil ich kein direktes Ziel habe. Momentan heißt es nur direkt fit bleiben. Aber heute will ich trotzdem mal ein bisschen weiter laufen als nur eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und dann habe ich nämlich mein Soll für heute erfüllt. Dann gehe ich auch nicht mehr in den Keller und mache irgendwelche Übungen. Dann war es das für heute. So, das war meine Story. Ich melde mich gleich nochmal. An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, wird der Sashi wieder in 2019 an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen? Wettbewerbe, wie sich das anhört. Bescheuert. Nee, aber letztes Jahr habe ich ja an den verschiedenen Läufen teilgenommen. Und dieses Jahr ist auch was angedacht. Irgendein Challenge-Lauf, ob es jetzt X-Ladic, Strong Viking, TAF Mudder oder irgendwas ist, wird auf jeden Fall dabei sein, vielleicht sogar zwei, mal gucken. Und der eine oder andere Stadtlauf irgendwo, letztes Jahr war es ja der Itzehoer Stadtlauf, dieses Jahr kann ich mir das gut vorstellen, es sind nur noch 5 Kilometer. Und dann mal gucken, wo es mich noch so hin verschlägt. In Wiesbaden, der 25-Stunden-Lauf, der ist auf jeden Fall attraktiv. Der macht Spaß. Da ist drumherum Party. Das ist cool. Das strebe ich an und dann sehen wir mal. Also, ich bin jetzt ungefähr 50 Minuten gelaufen schon. Läuft gut. Wenn ich die Runde rum habe, bin ich bei etwa einer Stunde daheim. Das ist das, was ich heute erreichen wollte. Sehr geil. Dann melde ich mich also, wenn ich vor der Tür stehe. So, jetzt bin ich da. Eine Stunde gut gelaufen, war gut, seit etwas längerem wieder so lange, also seit längerer Zeit wieder diese Distanz gelaufen, damit jeder versteht. Okay, also ich freue mich auf den nächsten Sportvlog. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns.